So, meine Damen, willkommen hier zurück in einer neuen Folge von dem Bus-Simulator. Wir sind heute... Fuck, in welchem Bus sind wir denn eigentlich? Citroën G wieder. Ich habe keinen Bus ausgewählt. Heute ist Feiertag, wir haben das gerade gesehen, ab fucking Feiertag. Und wir haben einen kleinen Bus auf einer großen Strecke. So. Ich will immer drei Türen öffnen, obwohl ich bis zwei habe. Ich gehe mir natürlich... geh mal sofort. Ich glaube, wir gehen hier sofort durch. Guckt euch mal an, was hier an Leute reinsteigt. Wir haben allein jetzt schon theoretisch 5000 eingenommen. Okay, das war wöchentliches Geld, theoretisch. Ah, das passt schon. Ich habe ihm meine Fahrkarte schon gezeigt. Was? Na klar. Wo hast du... Ich meine, einer von den Billardfahrern. Na gut. Dann haben alle einen gezeigt. Und wir haben immer noch den gleichen Tag, immer noch Vorproduktion, so wie vor uns gerade den Tag. Du hättest gedacht. Und wir fahren wieder im Loop-Modus. Gucken wir, ob es diesmal funktioniert, weil Loop heißt eigentlich zweimal die gleiche Strecke nochmal fahren. Vielleicht geht das ja auch beim ersten Mal nicht. Ich weiß es auch nicht. Nicht hier noch nicht. Hier dahinter. Sendomat noch angemacht. Alter, was steigen hier an Leute ein? Na, gucken wir mal. Ach, hier bleiben doch ein Haufen sitzen. Die beiden und hier und da hinten. Es gibt ja zum Glück keine Minuspunkte. Wenn wir die Leute doppelt kontrollieren, weil es kann ja auch mal ein Bug mit der Maus sein oder sowas, das finde ich ziemlich gut. Dann gucken wir mal, also der ist neu. Sie ist neu. Wenn wir schon mal eine Person ankommen. Okay, also eine Person bisher, die keinen Fahrschein hat. Ich bin ja bald wieder bei meinen Eltern in Jörlitz und ich wollte da eigentlich mein ganzes Zeug mitnehmen. Also für euch ist es schon ewig her. Also ich habe gemerkt, ich habe vorproduziert bis zum fast Ende Dezember. Hat zwar seine Vor- und Nachteile, das heißt so, ich brauche bis Neujahr eigentlich fast gar nicht mehr machen. Um Abwechslung zu bringen, nehme ich jetzt nochmal Bus im Latt auf. Nochmal den 26. November. Ich habe auch mir was mit dem Landwirtschaftssimulator überlegt, wie ich das am dümmsten mache. Also wir haben jetzt den 26. November, 16:04, was die Leute ganz genau wollen. Wir haben 170 Abonnenten im Moment, also sind ein paar mehr geworden dieses Jahr, freut mich. Freut mich jedes Jahr, wenn ich ein paar Leute mehr sehe. Also ein bisschen mehr Zielpunkt. Die Frage ist bloß, Alter, wie viele Leute nehmen den fucking Bus? Gut, die steigen auch wieder einen Haufen aus, aber guckt euch das mal an! Fuck! Und wir haben so einen kleinen Bus. Alter, das wird richtig fett Kohle geben hier. Ich habe mir auch eine PSVR jetzt geholt. Boah, guck mal. Ein Haufen Leute bleiben auch draußen stehen, sitzen deswegen. Ja, wir gehen nochmal alle durch, auch wenn die Hälfte schon gesehen habt. Ich war jetzt zum Beispiel auch. Und manchmal gibt es ja die Zwillinge, wie ich hier zum Beispiel. Und da hat zum Beispiel einer wieder keine Fahrkarte gehabt. Ja, Alter, es gibt Kohle. Bis zum geht nicht mehr. Ich überlege mir ja die ganze Zeit irgendwann mal einen Oldtimer zu kaufen. Bin dabei an einer Marke stehen geblieben. Ich habe zwar keinen Plan davon. Ich habe auch keinen Plan zum Restaurieren und sowas. Es wäre ein Projekt zum Ausprobieren. Dass es vielleicht mal gesehen wird. Kann ich mir vorstellen. Aber ist teuer. Ich habe außerdem keine Garage, sonst hätte ich mir schon längst geholt.
Wie gesagt, meiner war stehen geblieben. Davon gibt es Bus, es gibt einen Krankentransporter, es gibt einen Transporter, es gibt einen Plantransporter, es gibt eine Feuerwehr. Ja, ich glaube, das ist es. Und Kastenbau. Das heißt, man hat einen Kasten drauf. Finde ich aber persönlich nicht so schön. Ist vielleicht, wenn man mal was transportieren möchte, vielleicht ganz bisschen besser. Und wird vielleicht von der Polizei dann besser angesehen, als wenn man mit Plane oder nur Fläche transportiert. Man merkt, es leckt ein kleines bisschen. Oh, da sehe ich jetzt mal drüber. Perfekter Teil. Wie soll ich denn sonst halten? Der kleine Absatz. Nee, ey, Leute. Also, sind jetzt doch ein paar mehr Leute mehr ausgestiegen. Und dann gucken wir mal. Ja, es fängt wieder an zu lecken. Der PC ist wahrscheinlich gerade am Glühen und sagen, leck mich am Rubel. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ich habe auch schon. Da hat der nächste wieder nicht. Oh, das geht Asche. Es geht wieder Asche, Alter. Wir können uns leider noch mal den nächsten Erdbus leisten. Ich habe jetzt den U-Bahn 18 Meter habe ich jetzt bisher zweimal. Und ich muss mir einmal ausruhen, den ich jetzt dauerhaft fahre. Und den auch so lackieren, dass ich den mit der Auswahl immer wieder auswähle. Ja, das ist meine VR-Brille gewesen. Die liegt zwar im Moment nur neben mir. Wenn ich aber mal umziehen sollte, sollte auch ein Lowboard kommen. Selbst gebaut kann ich natürlich einen Kumpel jetzt mal überlegen, wie und wo und was. Wie man es am dümmsten macht. Weil ich habe ein paar andere Pläne neu im Kopf, wie man etwas machen kann. Naja, ciao. Man sieht auch wieder die letzte Haltestelle. Also es ist kein Loop, oder? Oder schließt das einfach nur an der letzten Haltestelle an? Der Loop. Ich habe das Gefühl, irgendwie ist das ein kleiner Bug. Ich weiß es nicht. So, wir steigen wieder aus. Ach. Hier ist ich, na klar. Ich hab ihn, mein... Hab ich ihn schon gezeigt. Ich hab ihn, meine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte. Ich hab ihn in meiner Klappe. Sack. Da wird er aus dem Bus fliegen. So, die nächsten Haltestelle. Die Leute, die haben das große Glück. Die werde ich wohl nicht kontrollieren. Auch wenn es vielleicht die letzte Halte ist. Weil wir müssen erstmal Plus reinfahren und Zeit. Obwohl, wir kriegen das eigentlich hin. Jetzt dürfte ein Plus reinkommen. Außer, nee, wir haben Grün. Oh, wir haben auch... Alter. Ist der Bus voll. Ah, man merkt, es leckt. Der nächste, Alter, hier muss ich mal so rumklicken jetzt einfach mal. Auch wenn ich noch im... Ich hätte ja wirklich einen großen Bus gebraucht. Gut, die 3 Sekunden Minus merke ich gerade. Die sind mir jetzt egal. Zentomat rein. Deswegen haben wir auch vielleicht gerade ein bisschen Plus rausgefahren. Aber jetzt werde ich mal nicht kontrollieren. Jetzt werde ich mal so viel gemein, so lieb sein. Wir sind voll. Bis ich dort mal durch bin und weiß, wer nicht eigentlich rausgelassen. Ihr wisst schon, was ich meine. Das dauert ja 3 Jahre. Bitte alle aussteigen, die bitte aussteigen sollen. Ja, man merkt, der Bus ist voll.
Jetzt. Leck, leck, leck. Oh, rot. Nee. Also das Spiel nicht erkannt. Nice. Vorteil für uns. Ich weiß nicht, warum das so sehr rumleckt. Ich hab noch nie mal was hinten auf. Aber irgendein Hobby brauche ich außer zocken. Weil es wird doch langsam üde. Ja, die ganze Zeit zocken, das ist dann so. Bestimmt. Guckt euch mal die Bull. Aber irgendein Hobby brauche ich außer zocken. Weil es wird doch langsam üde. Ja, die ganze Zeit zocken, das ist dann so. Bestimmt. Guckt euch mal die Bull. 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 Guckt euch mal die Bull. Die Aufnahme leider abgebrochen. Ich möchte in den letzten paar Sekunden... möchte ich noch aufnehmen, obwohl ich sehe gerade, wahrscheinlich ist das hier wirklich jetzt ein Loop. Die Dings hat nachgeladen, man sieht's. Obwohl, wisst ihr wie viel... Oh, 18. So. Ein Haltebremse an. Hab ich. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ich hoffe, ich habe alle durchgeklickt. Und ab geht's. Och. Habe ich die aus Versehen gesperrt? Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier alle aussteigen. Ja, das ist der Schluss. Also wahrscheinlich die Erstrunde geht wohl nicht im Loop. Gucken wir mal, was wird es jetzt an Geld geben? Das wird jetzt eine Runde spannend. Ja, versuch nur mal einzusteigen, Alter. Hier haben die Leute reingepasst wie sonst nichts. Man sehe und staune, der hat nicht viel Platz. Hätte ich jetzt einen Gelenkbus genommen. Hätte vielleicht sein können, dass ich nicht ganz durch die Stadt auch nicht komme. Aber da hätten jedenfalls alle Sitzplatz bekommen. Gestiegen. Wir drücken Ende und es leckt. Ah, 20.000. Schwarzfarbe. Alter. Neue Tickets, neue Farbe. Nice. Benutze eh nicht. Oh, wir haben insgesamt 148 nur eingenommen. Das ist weniger als zuvor. Das ist ja traurig. Streckenplanung, genau. Die erste ist fertig. Und jetzt sieht man, der Loop-Modus wurde nicht erfüllt. Das heißt, wir müssen die beiden nochmal im Loop fahren. Vorher nehmen wir noch einen Angestellten hier. Ja, ein Ass. Wir brauchen irgendjemand. Fahrer zuweisen, Erdgas, Uber. Ja, stimmt, ich habe eh die Strecke weggenommen, das fiel mir gerade ein. Friedrich. Genau. Und würde ich sagen, wenn ich den Transport gefahren habe, dann noch, wenn ich einen Daumen nach unten schreiben könnte, darüber mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Und damit sagen, haben wir erstmal Schluck auf. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Adieu. Ciao, ciao.
Wenn euch der Transport gefallen hat, dann noch wenn ich einen Daumen nach unten schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Und damit sagen, haben wir erstmal Schluck auf. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Adieu. Ciao, ciao.